Hallo und willkommen zur nächsten Folge. Wir haben hier letztes Mal unseren Weg in die Tiefen von Guldur gefunden und haben auch schon diese Zyklopentür hier geöffnet. Und wir gucken natürlich noch mal rein. Genau, die tiefen Höhlen von Murolosch, da sind wir ja gerade drin. Und das Vertrauen der Zwerge müssen wir irgendwie immer noch gewinnen, okay? Das adamantene Herz finden. Den Zugang zu den Höhlen haben wir ja schon. Okay, wir müssen aber noch Hinweise sammeln. In den Höhlen hier finden sich in Stein gemeißelte Hinweise auf das adamantene Herz. Ich werde die Augen nach weiteren Inschriften offen halten. Gut. Dann schauen wir hier nochmal rein. Ich muss hier auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Tief liegen die Höhlen von Guldur im schwarzen Gestein, viel tiefer als die heutigen Stollen der Zwerge. Und es scheint, als wären sie längst in Vergessenheit geraten. Einst jedoch waren die Wege durch die Höhlen wohl bekannt, denn sie führten nach Korumbra, der mystischen Stadt der Gräume. Von ihr sagt man, sie sei voller Schätze. Dann jedoch wütete ein Krieg zwischen Zwergen und Gräumen, sodass die Angroschim sich gezwungen sahen, die Zugänge zu den Höhlen zu versiegeln, um diese dunkle Vergangenheit für immer hinter sich zu lassen. Okay. Ich habe über den Teleporter, wie erhofft, die Höhlen erreicht. Nun heißt es, den Bereich, in dem ich gelandet bin, zu erforschen und einen Weg zurück nach Murolosch zu finden. Aldessia muss hier einen wichtigen Hinweis auf den Verbleib des adamantenen Herzens vermutet haben. Trotz allem ist Eile geboten, denn ich weiß nicht, was meine Gegner in der Zwischenzeit so alles anstellen. Was auch immer ich bei meinen Erkundungen finden werde, ich muss auch nach einem Rückweg suchen, denn die Heimreise durch den Teleporter ist versperrt. Offenbar fehlt zum Aktivieren des Teleporters eine von den Obsidianscheiben. Einige der Gänge sind mit zyklopischen Rundtüren verschlossen, die mit Inschriften versehen sind. Wenn ich nur in der Lage wäre, diese Inschriften zu entziffern, dann würde ich sicher Antworten auf die Fragen finden, wie um alles in der Welt ich diese Türen öffnen kann und wohin sie mich führen werden. Gut. Schlüssel haben wir einmal gefunden und auch benutzt. Oh, hier haben wir das erste Mal, glaube ich, den Fall, dass eine weitere Erklärung hier irgendwie ein bisschen weiter unten ist. Ich konnte nicht nur die Tür öffnen, sondern auch die Inschrift der Tür lesbar machen. Allein dadurch, dass ich das Schild des Fendral bei mir trug. Ich sollte versuchen, auch die anderen Inschriften zu entziffern. Stimmt, da war ja irgendwie dieses, der Schild war ja auf einmal so hochgeschwebt, ne? Das haben wir noch gar nicht gelesen. Die erste Inschrift lautet: Das schwarze Herz aus Adamant liegt sicher verborgen hinter den Feuerfällen von Algormosch. Ja, ich erinnere mich, dass die Feuerfälle noch ein eigener kleiner Schauplatz waren Richtung Ende des Spiels. Okay. Dann natürlich noch einen Schlüssel finden. Stimmt, und wir hatten den Zwergengeist getroffen. In den Höhlen von Guldur irrt so mancher Geist umher und sucht nach einem Weg zur letzten Ruhe. Aber ohne fremde Hilfe wird es keinem von ihnen vergönnt sein, diese auch zu finden. Der Geist eines Zwerges ist mir erschienen und bat mich, ihn von seinem Dasein zu erlösen. Er muss schon viele, viele Jahre hier unten umherirren, denn er kann sich nicht einmal mehr an seinen eigenen Namen erinnern. Allerdings weiß er noch, dass es ein Amulett ist, was ihn erlösen kann. Das Amulett, was ihm einst seine Liebste gab und dann von den verhassten Gräulmen gestohlen wurde. Ich sollte mich auf die Suche danach begeben. Folgt mir. Gut. Na klar. Ich glaube, wir hatten ja insgesamt, glaube ich, sogar drei von diesen Türen, ne? Diese hier. Ah, da erscheint sogar die Schrift. Ah, perfekt. Und dann hatten wir da hinten noch diese Anfangstür, die wir gesehen hatten. Und oben im ersten Stock gab es auch noch eine Tür. Gehen wir erstmal hier lang.
riesige Wand. Ich versuche mein Bestes. Ja, vielleicht ist das so ein Ding, was man von der anderen Seite lass das mal vor, Grimm, mach. Aufmachen kann. Okay, kleines Marktspinnen. Das ist nicht so schlimm. Candidus. Das dürfte eigentlich alles so laufen. Okay, ein Fass gibt es hier noch. Ja, kennen wir ja schon, ne? Da brauche ich eigentlich gar nicht einschreiten. Die machen noch nicht mal Schaden. Ja, würdest du mal loslaufen? Soll ich schleichen? Okay. Ah! Okay, Steineiche ist teuer tatsächlich. Gute Entscheidung. Und selten. Na, hier im ersten Spiel haben sie es noch so gemacht, dass man in den Fässern coole Sachen findet. Ja. Für die Königin. Für Rondra. Ah. Oh, ach du Scheiße. Bei meiner Axt. Ah, okay, die Große ist auch schon besiegt. Sehr gut. Hat uns eigentlich auch nichts gekostet, außer, ja, Ausdauerpunkte. Ja, wir machen natürlich die ganzen Spinneneier immer kaputt, wenn wir sie finden. Ah, mein Gott. Wie geil. Die hat jetzt schon 4 Wunden. ...25% Chance auf Wunde. Auch 25% Chance. Er hat sogar 50% und ja, sie natürlich jetzt noch nicht. Okay, wir laufen einfach erstmal immer weiter. Hier gibt es anscheinend noch irgendeine Werkbank. Okay, was ist das da? Teleporter, klar. Da kamen wir ja her. Irgendwer löst da unten Fallen aus. Ja, aber ich muss sagen, auch wenn ich oft gemeckert habe über solche Dungeon-Sachen. Ah, nein, Riesenamöben, okay. Nee, Moment. Tiefenamöbe sogar. Die sind halt noch heftiger. Folgt mir. Phorax. Ach, scheiße. Alle mal hergehört. Ah, verdammt. Die machen ein... Ach du Scheiße. Die machen richtig viel Schaden. Benommenheit und fauliger Gestank. Scheiße. Noch mehr Viecher. Verdammt. Okay, aber immerhin, Wunden kriegen sie halbwegs gut.
Ah, perfekt. Mein Bestes. Alles klar. Komm schon. Na, ich glaube, das geht noch halbwegs. Verdammt, wie schnell hat die sich geheilt gerade? Ein Schwert, ein Bock. Okay, aber Schaden machen die nicht wirklich, ne? Und ich weiß noch, dass man ziemlich coole Sachen bei denen findet. Gute Entscheidung. Ja! Genau, was ich sagen wollte, eigentlich habe ich sogar jetzt wieder ganz gut Lust, hier mal so eine Dungeon-Erkundung zu machen, so eine große. Nimm die Sache in die Hand. Auch wenn natürlich die Kämpfe dann doch ein bisschen repetitiv sind, aber na, ich habe so ein bisschen Bock drauf. Okay, mal gucken. Wow. Großer Zaubertrank. Okay, wir müssen mal gucken. Da hat sie drei von. Er hat da vier von. Okay, sie hat drei. Okay, er hat auch drei. Dann nimmt er den jetzt mal. Lassen wir mal. Okay, dann kriegt sie noch einen. Okay, lassen wir auch mal. Wir nehmen jetzt den Schrott nicht mit. Weil er hat schon keinen Platz mehr. Sie auch nicht mehr. Sie auch fast schon nicht mehr. Und er auch fast nicht mehr. Geht's hier noch weiter? Ich glaube nicht, ne? Drachenblut, heftig. Okay, unverschlossene Truhe. Ich versuch mein Bestes. Ja, gut, Bolzen kann er mal mitnehmen. Aufgepasst! Ach, wir hätten auch schießen können, ne? Merke ich gerade. Doch, wir benutzen mal die Eisenwalder. Okay, bei ihr ist alles voll. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Denn wir haben ja immerhin drei Leute, die mit einem Schuss zwei Wunden zufügen können. Aber ich finde das eigentlich ganz gut, dass wir diese Sackgasse gerade schon erkundet haben. Weil ich möchte ja dann auch in so einem Dungeon alles erkundet haben. Und dann müssen wir in diese Sackgasse nicht extra nochmal später reinlaufen. Ist mir auch ganz genehm eigentlich. So. Eine Cutscene? Krass. Wie geil. Grollmgeister. Die sehen ein bisschen aus wie Gollum natürlich. Okay, noch eine neue Quest. Seltsame Erscheinungen. Seltsame Geistererscheinungen spuken in den Tunneln von Gruldur herum. Wir sollten dem nachgehen.
Beobachte die Erscheinungen. Ich habe seltsame Erscheinungen beobachtet und sollte die Augen offen halten. Vielleicht werde ich noch weitere Geister sichten. Mir schien es, als wollten sie mich auf etwas hinweisen. Okay. So viele Gänge? Alle verzweigt? Okay. Das ist aber nicht der, den wir am Anfang schon getroffen hatten, glaube ich, ne? Sag, bin ich denn auf dem richtigen Weg? Richtiger Weg? Ja, ja, aber er hat es verstreut. Jedes Teil. Woanders. Aufhalten will er dich. Wer? Von wem redest du? Und was hat er verteilt? Die Schlüssel. Er hat sie tief verborgen, auf dass niemand seinen Schatz erlange. Die Schlüssel für die anderen Rundtüren? Ich werde sie finden. Weißt du mehr über den Schatz? Und wer ist er? Der Schatz. Er bewacht ihn. Er trägt an allem Schuld. Er ist der schlimmste aller kleinen Scheusale. Okay, ich glaube, das war doch der Geist. Ist das hier der gleiche Weg wie da hinten? Nee. Ja, ich glaube, ich gehe doch eher einmal nach unten. Ich habe das Gefühl, das andere ist eher eine Sackgasse. Aber sehr komfortable zu laufende Höhlen, ne? Ja, gut. Zwergenschächte und so. Alle mal hergehört. Arquatsch. 3, 4. Wow. Geil. Tja. Ich nehme die Sache in die Hand. Da haben sich die Sonderfertigkeiten gelohnt, würde ich mal sagen. Ja. Noch einer, noch einer. Hey. Ein Zwerg, ein Bock. Candidus, gute Entscheidung. Für die Königin. Für Rondra. Meint ihr? Ah, perfekt. Verdammt. Okay, sie ist, glaube ich, gleich besiegt, wenn wir nichts machen. Na klar. Hey. Gute Entscheidung. Zum Angriff. Bei meiner Axt. Na, aber der ist auch gleich besiegt hier. Perfekt. Ja, wir konnten natürlich jetzt sehr gute Vorarbeit leisten mit den Schüssen, ne? Ach, sie hatte auch gar keinen Armatputz mehr. Okay, plündern kann man die nicht. Phorax. Folgt mir.
krass. Na klar. Wieder so eine Pilzfalle. In Anführungsstrichen. Okay, ich glaube, ich bleibe erstmal auf Nahkampf und als ich bemerke, dass da wieder irgendein krasser Shit kommt, dann wechseln wir nochmal. Das ist hoffentlich keine Falle, wollte ich gerade sagen. Ja. Ich habe das Gefühl, wenn man da so ein bisschen in der Umgebung stehen bleibt, dann kann man sogar eher noch die Falle erkennen. Wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt. Ah, ein Artefakt, mit dem sich eine zyklopische Tür, Rundtür öffnen lässt. Scheiße. Ich nehme die Sache in die Hand. Ah, da braucht man wahrscheinlich Brandsalbe, ne? Na klar. Ja, die sind bestimmt gegen Wunden immun. ...150 Lebenspunkte, Alter. Scheiße, die machen... Die machen einen schon schnell platt, ne? Okay. Okay, explodieren tun die auch noch. Ich versuche jetzt einfach mal noch ein bisschen wegzukommen hier. Was? Die werden auf dem Rückweg wieder getriggert. Und der Feuergeist ist so schnell? Okay. Also, dass jetzt diese bescheuerten Viecher da wieder kommen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Amazone voraus. Finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen... Na klar. Blöd. Also, das nehme ich dem Spiel ehrlich gesagt auch übel. Okay, perfekt. Gute Entscheidung. Ja, eine Wunde, aber trotzdem, ne? Ein Schwert, ein Bock. Alles klar. Ja, eine halbe Minute reicht das, okay. Okay, perfekt. Ich mach das schon. Für die Königin, für Rondra. Okay, Wunden können sie anscheinend nicht kriegen. Ich versuche mein Bestes. Bei meiner Axt. Aber sehr geil, dass sie so umgeworfen werden können. Ah, perfekt. So, nochmal schön. Klingsturm, Klingsturm. Und hinter. Ja, haben wir locker geschafft, würde ich sagen, ne? Alles klar. Zeritus, Zeritus, Astus. Ha, perfekt. Benutze den zweiten Schlüssel.
Ah, Zunderschwamm ist für Feuerfeile natürlich gut. Jetzt habe ich Metallteile genommen. Wow. Er ist natürlich massiv überladen, aber das ist okay. Meint ihr? Gute Entscheidung. Ja, das Blöde ist jetzt eben... Ich versuche mein Bestes. Alles klar. Arquantus. Da kommen jetzt wieder diese blöden Mistviecher. Phorax. Folgt mir. Okay, also diese ganzen Höhlen, die dienen eigentlich nur dazu, dass man da irgendwelche Sachen findet. Okay, einen weiteren Gang gibt's noch. Vielleicht ist da entweder eine Sackgasse oder... Ne, Moment, da gibt's auch noch einen Gang da vorne. Okay. Ich hasse es. Amazone voraus. Aufgepasst. Na, diesmal läuft das mit dem Schießen nicht so perfekt. Verdammt! Gute Entscheidung. Ein Zwerg, ein Wort. Na klar. Kann die durch. Okay, wir gucken mal. Sehr gut. Zwei sind weg. Folgt mir. Komm schon. Ich nehme die Sache in die Hand. Okay, geht vielleicht doch schneller, als ich dachte. Perfekt. Ach, Benommenheit. Na gut. Ein Glück. So, erstmal warten, bis die Ausdauer wieder gut ist. Alles klar. Arquatus. Aber ich glaube, das waren auch schon alle, ne? Das sieht gut aus. Keiner, der mehr kommt. Den Gestank machen wir, wie gesagt, wie immer später weg dann, ne? Stimmt, wir können ja hier noch nach oben. Ach Gottchen. Na klar. Phorax. Naja, durch Wunden kriegen die eigentlich auch Abzüge, ne? In ihren Angriffen. Moment, was? Ja, Kriegsfeil halt, ne? Hier
Ah, na kommt schon, Leute. Ich versuche mein Bestes. Ja, ich glaube, mit Fernkampf dauert das alles viel zu lange. Die regenerieren sich halt übelst schnell. Nimm die Sache in die Hand. Meine Güte. Naja, der hat eh schon 4 Wunden. Der ist gleich wahrscheinlich sofort besiegt. Habe ich mir gedacht. Wow. Alles klar. Ja, diese ganzen fetten Tränke können wir natürlich gut gebrauchen, ne? Weil zum Ende hin wird es natürlich nicht einfacher. Ich versuche mein Bestes. Ich mach das. Ha! Also wenn wir Glück haben, kriegen wir hier nochmal so eine Drehscheibe. Alle mal hergehört. Für die Königin. Für Rondra. Ja, Benommenheit, verdammt. Aber die treffen uns ja nicht wirklich. Boah, noch eine. Na komm schon. Jetzt das raus. Halten einen echt einfach nur auf. Aber man kann die recht angstfrei besiegen. Weil auch wenn Benommenheit ab und an kommt, irgendwann haben die 5 Wunden. Na kommt, Leute. Ihr habt es fast geschafft mit der einen. Aufgepasst. Sehr gut. Die haben wahrscheinlich nochmal ordentlich Tränke und sowas. Bei Angroschbar. Ja, gut, das, was ich vorhin gesagt habe, relativiert sich jetzt doch wieder ein bisschen. Diese repetitiven Kämpfe hier in den Dungeon-Kulissen. Das ist doch dann irgendwann so ein bisschen anstrengend. Krähenfüße. Das bin ich. Oh, heftig. Lass das mal vorgesehen machen. So, noch irgendwas?
Na naja, gut, das eine. Aufgepasst. War nur die Axt. Ich denke, wir haben alles. Ah. Meint ihr? Aber ich denke mal. Oh, Steineiche. Nicht schlecht. Ich denke mal, diese. Ein Schwert, ein Wort. Dieses zweite Teil für die Tür. Das ist jetzt nicht hier drin. Ich versuche mein Bestes. Alles klar. Wow. Lass das mal Vorgrim machen. Ja, gut, ich denke mal, die blöden Schuhe und so weiter, das kann alles weg. Schutzamulett der 8 Splitter. Amulett aus Silber, dessen Mitte ein wertvoller Saphir ziert. Um den Saphir wurden kreisrund 8 kleine Rubine eingefasst. Jeder der Rubine wurde durch einen Arcanovi mit einem Clarum Purum versehen. Hm, nicht schlecht. Immunität, Gift. Gut, also sie hat was für Konstitution, er hat was für Mut, sie hat auch was für Konstitution und... ja... folgt mir. Ich würde sagen, das mit dem Gift geben wir ihm, ne? Zumindest einem der Kämpfer. Und da er der Hauptcharakter ist und tolle Rüstung trägt und alles. Ah, nein. Alles klar. Komm schon. Ein Zwerg, ein Bock. Dann mal los. Perfekt. Wow. Zwei sind schon gefallen, bevor sie ankommen. Perfekt. Amazone voraus. Na klar. Attacke. Aufgepasst. Für Ardo. Umwerfen kann man die ja, glaube ich, eh nicht. Oh, perfekt. Das bin ich. Arkwa. Ich versuche mein Bestes. Ja, sehr gut. Ich liebe diesen Meisterschuss. Immunität gegen Brennen wäre auch mal gut, ne? Der Hauptcharakter hat ja Umwerfimmunität durch die Torso-Rüstung, glaube ich. Oder den Schild. Und ihn. Ich versuche mein Bestes. Ich nehme die Sache in die Hand. Dass sie einem aber auch immer auf dem Rückweg noch so einen Scheiß hier reinbraten müssen. Alle mal hergehört. Ich nehme die Sache in die Hand. Aufgepasst. Oh, meint ihr? Bei Angrosch. Naja, gut. Die Große ist zumindest schon mal weg. Ich versuche mein Bestes. Ach, Quatsch. Rundumschlag wollte ich eigentlich. Naja, er hat immerhin zweimal getroffen. Amazone voran. Für die Königin. Für Rondra.
Zum Angriff! Amazone voraus! Sieg ist unser! Ja, da unten konnten wir nicht weiter, aber da gibt's noch Richtung Fragezeichen. Gab es noch diesen einen Weg? Oh, weh, hier kommen jetzt wieder irgendwelche Viecher. Ah, scheint nicht so. Ja, aber wie kommt man durch die rissige Wand? Kann man da irgendwie einen Fruchtschlag machen oder so? Nee. Das bin ich. Die Sektion. Okay, da bin ich jetzt gerade überfragt. Oder kann man das jetzt nur, wenn man... Lass das mal vorgriffen. Wenn man hier Zwergennase steigert? Na, wir können eh nur bis 16. Oder gibt es hier irgendwie einen Schalter oder so? Okay, das ist komisch. Man kann auch keinen Rechtsklick machen. Ja, okay. Aber ich würde mal sagen, dann machen wir einfach an der Stelle mal den Cut. Und ja, ich werde vielleicht nochmal überlegen oder vielleicht ohne euch nochmal zwischendurch ausprobieren, ob hier irgendwas geht. Und ja, dann schauen wir nächstes Mal wieder. Und wir haben ja hier noch das zyklopische Artefakt. Da können wir auf jeden Fall eine der Türen wieder aufmachen. Ja, und dann mal gucken. Also, bis zum nächsten Mal. Bis denn.